Hallo und herzlich willkommen bei whisky.de, dem Treffpunkt feiner Geister. Und jetzt versetzt es mich ein bisschen zurück in die frühen YouTube-Zeiten. Ich habe eine Flasche auf dem Fass, wo ich noch nicht bei der Brennerei war. Nein, wie kassiert das denn? Ich glaube, es liegt daran, warum habe ich die Flasche bekommen? Das ist eine gute Frage. Warum habe ich die Flasche bekommen? Ich glaube, Horst war auch noch nicht da. Deswegen habe ich die Flasche bekommen. Und Horst erzählt immer von seinen Geschichten, wo er bei der Brennerei war. Und ja, diesmal kann ich nichts erzählen. Aber ich plane schon zur Brennerei zu fahren. Also ich plane mal eine Inseltour. Die letzten paar Touren waren ja alle so Lower Highlands und dann noch Speyside. Jetzt kommt dann bald nochmal Speyside. Speyside ist so praktisch, wenn man so schön wohnen kann und dann fährt man nicht so weit. Und jetzt wird es irgendwann mal den Norden geben und noch einmal Inseln. Und diesmal plane ich das mit einem Wohnmobil zu machen. Und ich überlege mir, ja, im Wohnmobil sollte es doch eigentlich super gehen können. Das große Problem ist immer, wenn man so Japan oder Amerika macht, du fährst von einer Brennerei zur nächsten, gehst wieder ins Hotel, musst all dein Equipment vom Auto reinholen, alles einstecken, schauen, wo die Steckdosen sind, wo ist der neue Tisch und dann aufladen und alles sichern. Und ein Wohnmobil sollte es einfach sein, eine Kiste, Akkus rein, SD-Karten sichern, bereit für den nächsten Tag. Also stelle ich mir toll vor. Wer mal mit dem Wohnmobil gefahren ist, gibt mir vielleicht noch ein paar Tipps und Tricks unten in den Kommentaren. Wäre ich sehr dankbar dafür. Was darf man? Ich glaube, man darf so halbert im Wildcampen oder sowas. Aber eigentlich sollte man auf den Wohnmobilplatz gehen. Schreibt mir mal rein, was ihr so für Erfahrungen und Tipps und Tricks habt, wenn man mit dem Wohnmobil in Schottland unterwegs ist. Vor allem auf den Inseln. Gut, genug geredet über mich und meine Touren. Reden wir mal über die Tobermory-Abfüllung, die wir hier haben. Ist ein 12-Jähriger. Früher gab es den 10-Jährigen. Der wurde jetzt durch den 12-Jährigen ersetzt, weil die Brennerei 2 Jahre geschlossen war und in Revision war. Und jetzt haben sie dem Ganzen eine neue Aufmachung spendiert und 2 Jahre mehr. Die Verpackung wurde kreiert, das muss ich jetzt leider ablesen, von Catherine Rosen und Ewan Miles. Und Catherine Rosen war die Künstlerin dahinter und Ewan Miles war der Fotograf, der dieses Foto hier geschossen hat. Und es symbolisiert die Häuser an der Hafenpromenade in Mull. Also da werde ich auch nochmal ein schönes Video schießen. Das wird sicher ein tolles Video geben, weil die ist wirklich ikonisch und idyllisch, weil ja, nicht so viele Leute fahren raus gerne in die, sind das westliche Hybriden, Innerhybriden, Autohybriden? Ich weiß nicht, also in den Hybriden. Die Inseln da sind doch etwas schlechter zugänglich, wenn man immer mit der Fähre fahren muss. Da fährt man auch lieber einfach mit dem Auto auf die Isle of Skye. Ja, aber wer mal auf die Inseln fährt, die Brennerei soll wunderschön sein. Und ich würde mal sagen, genug geredet. Lass uns einfach mal probieren. Was ist drin? Es ist ein 46,3%iger Single Malt, ich schätze mal Island Scotch Whisky, Single Malt Whisky, mit einem Gently Unpleated and Floral, 12 Jahre. Ich weiß gar nicht, ob sie sagen, was sie für Fässer benutzen. Doch, hier steht's: First Fill American White Oak Casks. Und ja, dann würde ich sagen, mal probieren wir mal. Also merkt man auf jeden Fall sofort, floral ist das Erste, was man riecht. Und ein bisschen Zitrus. Und so, ja, dieser typische Bourbon-Geschmack. Bisschen Karamell, bisschen Vanille. Obwohl sich die Süße an der Stelle dezent zurückhält. Also im Geruch riecht es jetzt nicht so süß. Ich rieche dafür aber, dass auch ein paar stärkere Töne reinkommen. Ein bisschen Eiche und ein bisschen Gewürze. Also ja, ist ein... Also das ist ein Whisky zum Philosophieren. Also diese Gewürze da auseinanderzunehmen, da sitzt man ein bisschen länger da. Ich versuche es jetzt mal so direkt. Also ich würde sagen, es ist eine Mischung aus Nelken. Nelken und wie heißt das andere, das immer gerieben wird? Oh, Nutmeg, Muskatnuss, so heißt es. Ja, Nelken, Muskatnuss. Aber da kann man bestimmt
den ganzen Abend darüber streiten, was denn da für Gewürze drin sind. Also der ist im Geruch doch recht komplex. Schön komplexer Whisky. Antritt, sehr floral, sehr weich, sehr locker, sehr ein bisschen süß sogar. Dann kommt aber sehr schnell auch das Gewürz und die Eiche mit durch. Und die balanciert, sind sehr schön ausbalanciert. Also es ist ein, ich würde mal sagen, das ist wirklich die perfekte Standardabfüllung. Weil da ist wirklich eine Menge drin. Er hat eine gute Intensität, aber nicht so viel Intensität, dass man sich nicht sagt, ich könnte kein zweites Schlückchen mehr nehmen, weil es zu kräftig ist vom Geschmack. Sondern er ist schön ausbalanciert, süffig, mit einer guten Menge Intensität. Also schön, man hat diese florale, die Zitrone ist jetzt eher eine saftige Orange, wie man es so vom Saftautomaten, also diese, kennt ihr diese Saftautomaten, die dann die Orange nehmen, dann zerschneiden und dann ausdrücken und dann fließt unten der Saft direkt ins Glas. So schmeckt es ein bisschen. Und mit Eichen gelagert, also eichengelagerte Orangensaft mit Alkohol. Und ja, also wahnsinnig schön. Also da würde ich sagen, ist für jeden was mit dabei, außer Rauch. Wow, also da haben sie sich echt nicht lumpen lassen. Das ist eine tolle Standardabfüllung. Und sie ist nicht so stark überteuert. Ist jetzt auch nicht zu billig, aber sie ist so im mittleren Preissegment, da es doch eher eine etwas unabhängigere Marke ist und doch eher von Liebhabern gekauft wird. Ich finde es eine tolle Standardabfüllung. Das, für mich ist das so der stereotypische Whisky. Schön ausbalanciert, gute Menge Eiche, gute Menge Fruchtigkeit und 12 Jahre alt. Kann man sich sehen lassen. Also kann ich echt empfehlen, schaut einfach mal auf whisky.de vorbei. Guckt mal, vielleicht ist das auch der Whisky für euch. Und wenn ihr noch nicht probiert habt und Tobermory-Fan seid, auf jeden Fall den 12-Jährigen probieren. Vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal.